Hallo von minimalismus.ch. Hast du zu viele Kleider, dein Kleiderschrank platzt gleich und du möchtest sofort mit dem Minimalisieren beginnen? Dann ist das sogenannte Projekt 333 vielleicht genau das Richtige für dich. Um was geht's? Das Projekt 333 ist eine modische Herausforderung für alle, die sich für Minimalismus interessieren und beim Kleiderschrank starten möchten. 333 steht für 33 Artikel aus deiner Garderobe, inklusive Accessoire auswählen und dich 3 Monate lang damit anziehen müssen. Die übrigen Kleider und Accessoire in Kisten geben und aus dem Blickfeld verschwinden lassen. Zum Schauen, was man wirklich davon vermisst. Die Idee dahinter ist nicht neu. In den 70er Jahren hatte bereits die Londoner Boutique-Besitzerin Susie Fawkes ein Konzept verbreitet, bei dem es darum ging, sich mit einer kleinen Kollektion saisonal passender Kleidung, Schuhe und Accessoire zu kleiden, die sich leicht mischen und kombinieren ließen. Courtney Carver von Be More With Less hat das Ganze im 2010 aufgegriffen und im Projekt 333 verfeinert. Sie hat seitdem viele Menschen inspiriert, ihre Garderobe zu minimalisieren und dadurch auch andere Teile im Leben. Hier eine Zusammenfassung, wie die Methode funktioniert, welche Vorteile sie hat und was du beachten musst, um damit wirklich Erfolg zu haben. Das Projekt 333, welche Vorteile hat es? Es gibt gute Gründe, warum eine reduzierte Garderobe eine großartige Idee ist. Vorteil 1. Geringere Umweltverschmutzung. Die schnelle Modebranche ist die zweitschmutzigste Industrie der Welt. Die Minimalismus-Garderobe ist somit eine der Möglichkeiten, deinen CO2-Fußabdruck zu senken und deinen Kleiderschrank nachhaltiger zu gestalten. Vorteil 2. Schnelle Organisation. Mit so wenigen Kleidungsstücken und Accessoires ist deine Garderobe automatisch viel besser organisiert. Du hast einen klaren Überblick über die wenigen Auswahlmöglichkeiten. Vorteil 3. Bessere Kreativität. Wenn du kein Modefanatiker bist, wie ich, ist das Projekt 333 deine Chance. Es weckt deine Kreativität, weil du beginnen musst, Kleidungsstücke zu kombinieren, die du vorher nie kombiniert hättest. Vorteil 4. Favoriten. Wenn du nur 33 Kleidungsstücke und Accessoires für 3 Monate auswählen darfst, lässt es sich wirklich darüber nachdenken, welche Kleidung du liebst und tragen möchtest. Erinnerst du dich noch an das dazugehörige Gesetz? Genau, das Pareto-Gesetz aus einem früheren Video. Du wirst alles los, was nicht zu deinen Favoriten gehört. Und du bleibst mit den Dingen zurück, die du wirklich liebst. Vorteil 5. Mehr Geld. Eine von Greenpeace im vergangenen Jahr durchgeführte Umfrage unter ostasiatischen und europäischen Verbrauchern ergab, dass bis zu 50% der Menschen mehr Kleidung kaufen, als sie tatsächlich benötigen und benutzen. Das Erstellen einer Minimalismus-Garderobe spart dir also Geld, das du sonst unnötig ausgeben würdest. Die Forschung zeigte übrigens auch, dass das übermäßige Einkaufen, wie wir schon oft gehört haben, nicht zum Glück führt. Klingt alles gut und du willst sofort mit dem Projekt 333 deiner Minimalismus-Garderobe starten? Das musst du beachten. Punkt 1. Nimm dir Zeit, deine 33 Sachen auszuwählen. Mindestens einen ganzen oder halben Tag. Gehe auf Schatzsuche. Welches sind deine absoluten Lieblinge? Was würdest du bei Verlust sehr vermissen? An welchem Kleidungsstück hast du auch nach 3 Monaten noch Freude? Punkt 2. Füge genügend Grundlagen hinzu. Damit meine ich Kleidungsstücke, die man gut mit allem kombinieren kann. Zum Beispiel eine blaue oder schwarze Jeans geht mit fast allem und ist damit eine gute Grundlage. Punkt 3. Vergiss bevorstehende Veranstaltungen nicht. Musst du in den nächsten 3 Monaten an etwas teilnehmen, eine Hochzeit, Geburtstag und so weiter, also ein Partykleid sollst du in die Minimalismus-Kollektion ebenso mit aufnehmen. Punkt 4. Witterungsbeständigkeit. Wenn du, wie ich, an einem Ort wohnst, wo das Wetter super unvorhersehbar ist, wähle Kleidungsstücke, die es dir ermöglichen, dich für verschiedene Wettersituationen zu kleiden. Am besten eignen sich hier verschiedene Kleidungsschichten.
Und der letzte Punkt, Punkt 5, sei nicht zu hart zu dir selbst. Wenn dir die Reduzierung deiner Garderobe auf nur 33 Artikel für 3 Monate zu radikal ist, erstelle eine, die für dich passt. Weil wenn du zu hart zu dir selbst bist, könntest du aufgeben, bevor du überhaupt angefangen hast. Viel Spaß mit dem Projekt 333, ein hervorragender Start für angehende Minimalisten in diesem Bereich mit dem Minimalisieren zu starten.